Was kloppen wir uns denn heute in die Binde? Feinstet, Torwächter, Breu aus Bernau. Hieß wohl angeblich mal Bernau. Die ganze Geschichte dazu könnt ihr hier unter dem Video in der Beschreibung euch mal anklicken. Da gibt es einen Link. Beziehungsweise im letzten Video haben wir es auch nochmal kurz angerissen. Und zwar haben wir da getestet, dass bei Dauer Torwächter Keller dieser Crew-Typ. Aussehen ist ja jetzt dasselbe, außer die Hintergrundfarbe. Ja, finde ich das farblich besser. Für Korinthenkacker hier ist die Hintergrundfarbe ganz wichtig. Ja. Vorne hast du halt den Torwächter wohl. Der passt auf. Ich glaube Privatpilz oder? Ja, Private Pilz. Hast du schon vorgelesen? Nein. Kann ich lesen. Musst du mich immer bloßstellen hier, sag mal? Traditionell gebraucht nach dem deutschen Reinheitsgebot. Nicht nach dem bayerischen? Vier Uhr. Du bist Weihnachten. Ich sehe alles hier, du. Kipp mal ein. Da ist auf mit Gandalf. Mach doch Oma was hier, ey. Immer muss ich hier alles machen, eigentlich. Mann, Rico, Alter. Das ist ja peinlich, Mann. Sehr schön. Das sieht wirklich gut aus, ja. Prost. Sag mal, wir sind Biersommeliers. Wir sind Biersommeliers, halt gesagt. Schön wild ist es, ja. Ja, schön wild. Du hast es. Hinten kommt noch leicht herbros, aber ganz normal. Ja, also, das ist echt. Ja, und der süffig ist das da. Das ist wirklich sehr gut. Das ist sehr gut, ja. Ja, das ist schon echt gut. Also da kann sich, da stinkt, muss ich sagen, hast du da ein bisschen ab. Ja, klar stinkt es ab. Also es ist besser als Hasse oder auf jeden Fall vom Geschmack her. Also da bin ich jetzt richtig überrascht. Überrascht. Ich hab da gesagt, das ist gut. Das ist der Bernauer Zepter. Das musst du so tragen. Ja. Der Link zum Video hier, von wegen Historie und so, könnt ihr euch mal kurz anklicken. Das geht 2-3 Minuten. Das ist ein lustiges Video. Und jetzt testen wir noch den Uwe und dann wartet er. Kann ich schon mal zusammenzählen. Also wenn da der Uwe da durchkommt. Ja, da kommt, also kann ich mir nicht vorstellen, dass da ein Uwe kommt. Endlich mal ein Bier aus der Region, was richtig gut schmeckt. Was richtig gut schmeckt, ja. 25 Punkte. Von möglichen 30 Punkten. 25 Punkte, ja, was ist das denn wohl natürlich? Gold, ein hervorragendes Bier von ritterlicher Qualität, bewahre es gut und schütze es vor gierigen Dieben, welche es nach diesem hervorragenden Hopfentrank dürstet. Also, oh yes. Der neue Torwächter. Wunderbar. Sehr, sehr, sehr lecker. Ja. Schöne Grüße nochmal, eine Brauerei. Weihnachtsbier von Mönchshof. Gut, also, abonnieren, teilen, kommentieren. Wenn euch das Benehmen mal von Rico mal wieder nicht passt, dann unbedingt mal schreiben, dann müssen wir uns mal drum kümmern. Ihr kriegt halt nichts vom Weihnachtsmann. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Bis dann und Prost. Prost, ja. Schluck. Ja. Bis demnächst.